Lenz, glaubst du, dass alle Lebewesen auf dieser Erde beseelt sind, eine Seele haben? Ja, das glaube ich. 100% sicher. Nein. Das glaube ich. Das ist ein ganz ursprüngliches Bauchgefühl, das ich habe. Ich habe das Gefühl, dass es durchaus Energien oder eine Seele oder eine Kraft oder sowas geben kann, was ich als Mensch mit meinem kognitiven Apparat gar nicht begreifen kann. Aber ich mag den Gedanken und ich kann mich damit identifizieren, dass alles irgendeine Art von Leben in sich trägt. Ja, ich schaue gerade auf unseren Balkon raus und wir haben in letzter Zeit richtig viel angepflanzt und ich erkenne mich gerade, also sehe mich zurzeit total aufgehen darin, den Pflanzen zuzuschauen, wie sie wachsen, zu wissen, dass ich irgendwann von diesen Pflanzen die ein oder andere Tomate oder Chili oder Erbse ernten kann. Ich werde mich so sehr daran freuen und fühle da irgendwie dann auch so eine Verbindung so. Ich habe das Gefühl, ich kümmere mich um die Pflanzen und ich habe so eine Beziehung zu denen. Hast du auch das Gefühl, dass sich das im Alltag, wenn du so in diesen Gedanken glaubst, dass sich das da so widerspiegelt? Absolut. Sapiens Kitchen, der Regensburger Campus Podcast mit Kiki und Lenz. Mit Fragen und Antwortversuchen zum Menschsein. Ich bin Kiki. Und ich bin Lenz. Und wir freuen uns, dass ihr zuhört. Schön, dass ihr dabei seid bei unserer ersten Folge. Ich freue mich richtig, ich bin aufgeregt. Ich auch. Ihr seid hier bei Sapiens Kitchen gelandet. Und wir wollen uns in den nächsten Wochen zusammen mit euch mit Dingen beschäftigen, die uns alle als Menschen angehen. In diesem Podcast versuchen wir in unserer Küche den Fragen der Menschheit auf den Grund zu gehen, die wir uns in unserem Alltag alle wahrscheinlich sehr häufig stellen, in dem einen oder anderen Aspekt. Und wir wollen keine Antworten liefern, sondern wir wollen möglichst viele Perspektiven abbilden und dann schauen, was das mit uns macht und was das mit uns allen macht vielleicht, wenn ihr zuhört und auch drüber nachdenken wollt. Dazu haben wir jede Folge sowohl Menschen auf dem Campus für euch befragt, als auch uns mit interessanten Menschen, die in gewisser Weise Expertenwissen haben zu den Themen des Regensburger Campus unterhalten. Und hoffen, dass wir euch zur Diskussion anregen können und die eine oder andere Frage zumindest in Ansätzen beantworten können. Auf der Speisekarte steht heute das Thema Animismus und die Frage, ob es der Mensch mit Mord an die Spitze geschafft hat und an was für eine Spitze wir uns da stellen und wie wir uns anderen Lebewesen gegenüber verhalten. Und dabei soll uns ein bestimmter Gedanke, den unsere Vorfahren, die Wildbeuter und Wildbeuterinnen hatten, der Animismus, ein bisschen Gedankenstütze geben, uns über uns und unsere Umwelt Gedanken zu machen. Dann hat Magnus sich noch mit einigen von euch auf dem Campus über das Thema Ernährungsweisen und Verhältnis zwischen Mensch und anderen Tieren unterhalten. Und wir haben eine Gästin, die Tierschutzaktivistin aus Regensburg, Nani. Lenz, ich habe dir was aus dem Urlaub mitgebracht. Oh, wunderbar. Ich war ja in Madrid, in Spanien, und bin dort in die Welt des Fleischessens eingetaucht. Denn in Madrid ist es sehr verbreitet, dass es überall sehr viel Fleisch gibt. Aber ich habe einen veganen Supermarkt gefunden und dort eine vegane Chorizo gekauft. Aha. Here it is. Schauen wir mal. So 2 Meter. Wow. Die sieht so echt aus, oder? Ja. Die hat sogar die Schnur und ist so zugebunden und hat so Hautimitat. Oh, sie riecht auch richtig krass nach diesem Gewürz, was Ja? Chorizo immer hat. Nicht mal. Oha. Schmeckt angebraten, sicher richtig lecker. Ja, ich Wollen schneide wir sie die mal mal auf. probieren? Ja, dann können wir sie probieren. Richtig gern. Vielen Dank, dass du die mitgebracht hast. Gerne. Essen wir jetzt da die Haut mit oder nicht? Nee, das ist Plastik, glaube ich. Ah. Ich glaube, ich will nur ein Stück. Okay. Die Verpackung ist echt krass, weil die ist wie so eine richtige Feinkostwurst, die du in so einem Feinkostladen kaufst. Schaut doch gut aus. Ja. Schönes Design. Lass dich schmecken. Ich finde sie lecker, was sagst du? Bin nicht so Fan. Warum nicht? Ist mir ein bisschen zu bröselig.
Aber geschmacklich ist gut. Wenn jetzt die Konsistenz nicht stimmen würde, dann fände ich es nice. Mhm. Ich finde es cool, dass es überhaupt sowas gibt. Auf alle Fälle. Das sind ja auch Lebensmittel, die jetzt noch nicht so präsent im alltäglichen Leben sind, zumindest nicht in Deutschland. Wenn du jetzt in ein Restaurant reingehst, in irgendein random Restaurant, und guckst, was die vegetarischen und veganen Alternativen sind zur tierprodukthaltigen Speisekarte, sind die in der Regel noch recht mager. Mhm. Wobei es ja eigentlich, wenn diese Ernährungsumstellung in die ernsthaft angegangen wird, dann geht es ja eher darum, eine tatsächliche Umstellung zu bewirken, ja, und nicht eine Nische zu bedienen. Seit wann ist es denn für die Menschheit so normal geworden, dass Fleisch ein Massenprodukt ist und dass Tiere in Massen getötet werden, um einfach die große Masse der Bevölkerung auch im Überfluss damit zu ernähren? Das ist auf jeden Fall eine Eigenschaft unserer Zeit. Dass es für uns so normal ist und dass es gefühlt in unserer Gesellschaft einfach so, ja, nicht hinterfragt wird, zumindest von einem Großteil der Menschen. Das war ja nicht schon immer so. Wie war denn das, als wir noch Jäger und Sammler waren? So, da haben wir ja auch schon Fleisch gegessen. Mhm. Aber wieso war es da okay und wieso ist es langsam nicht mehr okay? War es da okay? Ich habe bei Harari gelesen, dass als wir Jägerinnen und Sammlerinnen waren, dass dort als so Religion oder Lebensphilosophie ganz stark der Animismus verbreitet war. Und der Animismus ist die Idee davon, dass alles beseelt ist. Und zwar wirklich alles. So nicht nur Tiere und Pflanzen, sondern auch Berge und Steine, wirklich die komplette Umwelt. Und wenn ein Wildbeuter, eine Wildbeuterin eine Ochsenherde gejagt hat, dann hat sie davor um Erlaubnis gebeten, ob sich ein Tier der Herde opfert. Das heißt, sie haben irgendwie einen Weg gefunden, die frühen Menschen, das für sich zu legitimieren. Mhm. Wir haben zumindest kein Ritual heutzutage mehr, das dem vergleichbar wäre. Aber es ist schon auch spannend, weil dieses sich opfern, geht ja auch mit einer gewissen Hierarchie einher. Absolut. Dass der Mensch sich schon damals irgendwie anscheinend als übermächtig gesehen hat, überhaupt in der Position zu sagen, dieses Tier soll sich für mich opfern, denn ich stehe über diesem Tier. Wir haben ein paar Menschen in unserer Umgebung, in unserem natürlichen Habitat, dem Campus, zu Ernährungsweisen und zum Verhältnis zwischen Menschen und anderen Tieren befragt und sie gefragt, wie es ihnen damit geht. Natürlich haben nicht wir das gefragt, weil wir sitzen ja hier in unserer Küche, sondern für uns war unser weiteres Mitglied der Podcast-Redaktion unterwegs, der Magnus. Und der wird jede Folge für euch raus in die Welt treten, genauer gesagt auf den Campus von OTH und Uni, und eure Stimmen für uns einsammeln. Für diese erste Folge ist Magnus für uns an der OTH unterwegs, genauer gesagt bei One to Science, die auch Teil unseres Podcast-Teams sind. Sapiens Kitchen. Campus Stimmen. Ich bin jetzt gerade bei One to Science. Das ist ja ein Teil unseres Projektteams. Was habt ihr denn zum Beispiel zum letzten Mal gegessen? Ich hatte heute Mittag einen Porridge mit Haferflocken und Chiasamen und ganz viel gesundem Gedöns. Ich hatte zwei warme Leberkässemmeln und ja, bin gut satt geworden davon. Habt ihr, während ihr gegessen habt, habt ihr euch da vorgestellt, was ihr da esst? Also welche Tiere und Pflanzen? Also ich ernähre mich, so würde ich sagen, 90% vegan, und die 90% denke ich dann gar nicht drüber nach. Aber die restlichen 10%, wenn ich dann irgendwie Käse esse oder mal anderes, irgendwie eine Ausnahme mache, dann stelle ich mir schon das Tier vor, also die Kuh, die Milch gibt, mhm, oder die Hühner mit den Eiern, aber sonst nicht. Ich würde auch sagen, dass ich mir Gedanken drüber mache, bei Pflanzen jetzt oder eben wie Getreide eher nicht. Aber wenn ich dann mal Fleisch esse, ich würde mich jetzt nicht als Vegetarier oder eben vegan bezeichnen, aber wenn ich dann mal Fleisch esse, dann mache ich das auch wirklich bewusst und weiß auch, dass dafür ein Tier sterben musste, und schaue auch, dass ich weiß, wo es herkommt. Und hast du dann auch so ein Bild im Kopf, also von dem Tier, wenn du das Tier isst? Ja, tatsächlich schon, muss ich sagen. Und das tut mir dann auch immer ein bisschen weh, aber mir schmeckt es halt auch und ich versuche halt wenigstens, das bewusst zu machen. Woran liegt es denn, dass wir da manchmal so eine Bewusstseinslücke haben, also dass es uns nicht so angeht? Also ich glaube, dass wir das viel zu sehr gewohnt sind, dass wir Fleisch überall und sehr günstig erhalten können. Deswegen fragen wir gar nicht nach, wo kommt es her, musste ein Tier dafür sterben, wie wurde das Tier gehalten.
Ich muss ganz ehrlich sagen, ich war früher da öfter beim Schlachten dabei und das ändert das Bild und man hinterfragt, soll man das Tier essen oder ist es es wert, dass das Tier stirbt? Aber ich glaube, im Alltag ist der Gedanke ganz schnell wieder verflogen. Seid ihr denn mit eurem Ernährungsstil so zufrieden oder würdet ihr da gerne was ändern? Genau, bei mir ist es so, ich sollte vielleicht auch in stressigen Situationen manchmal besser hinterfragen, wo das Fleisch herkommt, was man konsumiert. Aber ich sage, wenn ich Zeit habe am Wochenende, dann schaue ich, wo ich meine Produkte kaufe, am liebsten beim ländlichen Bauern oder eben am Bauern in der Region. Und dann bin ich zufrieden mit meinem Fleischkonsum. Ja, ich bin auch ganz happy. Ich bin ja quasi jetzt nicht voll vegetarisch oder vegan und bin auch total zufrieden. Ich selbst für mich koche zum Beispiel nur noch mit Gemüse, also kein Fleisch oder kein Fisch. Aber ich muss dann auch sagen, wenn ich am Wochenende dann wieder daheim bin zum Beispiel, dann gibt es eben ab und zu Fleisch und dann freue ich mich auch trotzdem noch drauf. Ich bin total zufrieden mit meinem Ernährungsstil seit 3 Jahren. Du hast viel abwechslungsreicheres Essen, weil du einfach viel ausprobierst, ja, was vegan geht. Wir haben letztens mal Gänsekeulen vegan gemacht mit Spätzle und Rotkraut und so. Das war Wahnsinn, war einfach super. Gänsekeule vegan, wie geht das? Genau, das geht mit Austernpilzen. Ja, du bringst sie nur in die Form einer Gänsekeule, aber es geht mit Austernpilzen in einer bestimmten Marinade und dann wird es wie so ein... Ja, wie eine Keule eigentlich, wie Fleisch. Wie so, man kann sich es wie Pulled Pork eigentlich vorstellen. Und das, wenn du das mit Gewürzen entsprechend würzt, dann schmeckt das auch so. Das glaube ich sofort, dass das schmeckt. Ich finde, es klingt fantastisch. Ich finde auch, dass es mega gut klingt. Ich kann mir richtig vorstellen, das mal zu machen. Sapiens Kitchen, der Podcast mit Kiki und Lenz. Wie geht's dir damit? Denkst du oft darüber nach, was du isst, wenn du es isst? Ich erinnere mich auf jeden Fall an viele Momente, wenn ich koche oder wenn ich esse. Und ich koche einfach sehr gerne und ich koche gern mit Nahrungsmitteln, wo ich weiß, wo sie herkommen. Das macht am meisten Spaß für mich. Wir kochen ja viel zusammen hier in der Küche. Oh ja, da ist es mir dann schon bewusst. Also das gibt mir schon auch so viel Kraft und Energie, das merke ich schon. Dass mir diese Bewusstheit darüber auch sehr gut tut. Weil ich das Gefühl habe, ich habe es unter Kontrolle. Und das übernimmt nicht jemand für mich. Das ist was richtig Schönes. Ja. Oder wie ist es denn bei dir? Ist dir das oft bewusst, wenn du was isst, was du da isst? Ich glaube, mir geht es da ähnlich wie dir. Ich weiß nicht so recht, ob ich mir öfter darüber Gedanken mache oder öfter nicht darüber Gedanken mache. Ich versuche es möglichst oft einzubauen. Und ich weiß, wenn ich es tue, tut es mir unheimlich gut. Weil ich dann so einen Entschleunigungsmoment habe und das Gefühl habe, ich kann mich darauf konzentrieren, was ich gerade mache während des Kochens und auch während des Einkaufens schon, während des Kochens und dann während des Essens. Ich glaube gleichzeitig, dass Essen ganz oft bei mir Nebensache ist und schnell, schnell passiert und dass ich dann nicht besonders viel drüber nachdenke. Vor allem in Mittagspause oder Kaffeepause oder kurz bevor ich irgendwo hin muss, mir noch was auf die Hand hole. Der vierte Kaffee in der Cafete. Auch der. Das weiß ich nicht. Sag mal dahingestellt, wie gesund er ist Mr. oder nicht. Mr. Toms aus dem Automaten. Ganz genau. Insofern, ich glaube, es ist was mir gut tut. Ja, aber es ist ein Balanceakt. Gerade auch in unserer heutigen Zeit. Es ist kein fester Teil meines Alltags, dass ich irgendwo darauf hingewiesen werde, mir darüber bewusst zu werden, was ich gerade zu mir nehme und was ich esse. Das muss ich, wenn ich es machen will, selber machen und auch selber drauf kommen. Und ich glaube, oft ist das nicht der Fall. Ja. Aber ich versuche es so oft wie möglich zu machen. Ich glaube, das ist das Bestreben von vielen Leuten. Wie geht's euch damit, liebe ZuhörerInnen? Seid ihr euch immer bewusst, was ihr esst, wenn ihr es esst? Fühlt ihr das so richtig? Oder ist es auch eher so schnell, schnell zwischen Tür und Angel? Oder was ganz anderes? Schreibt uns auf allen sozialen Medien. Schreibt uns dort, wo ihr uns findet. Ich glaube, das, was du gerade eben gesagt hast, ist mit der wichtigste Punkt, dass es die Notwendigkeit gibt, neues Bewusstsein für Ernährung zu schaffen. Weil der Status quo so eine Komfortzone ist, aus der es für viele Menschen sehr unangenehm ist, rauszukommen. Ja. Ich nehme mich da gar nicht aus. Und je mehr Möglichkeiten es gibt und je normaler es wird, desto niedrigschwelliger wird es. Und dann können Menschen Sachen ausprobieren. Und es ist so spannend, weil ich bezeichne mich schon als Person, die das Bewusstsein hat, aber ich muss jetzt ganz offen ehrlich sagen, als ich in Spanien war und in Madrid war,
habe ich sehr viel Fleisch gegessen. Sorry für alle, die mich jetzt hier dafür verurteilen. Aber ich finde, es macht einen Punkt ganz klar, den wir gerade gemacht haben. Und zwar, dass, und weil, wie ich ja vorhin schon gesagt habe, dass es in Spanien halt noch nicht so verbreitet ist und dort das Fleischessens-Narrativ sehr groß ist und das dort sehr in der Kultur einfach verankert ist. Und die das auch zelebrieren. Und für mich war es sofort leichter, wieder Fleisch zu essen, weil ich nicht diese Gegenerzählung hatte. Und für mich total anstrengend war, mir immer wieder in den Kopf zu rufen, was eigentlich meine Einstellung dazu ist. Weil eigentlich weiß ich ja, dass ich es nicht möchte. Und es war ziemlich heftig für mich, ehrlich gesagt, da wieder zu merken, wie sehr ich dann beeinflussbar bin von dem, was um mich herum normal ist, was die Norm ist. Und daher braucht es Leute, die darauf aufmerksam machen, dass es mehr Leuten bewusst wird und dass es normaler für uns wird, es zu hinterfragen. Das glaube ich auch. Sapiens Kitchen. Eingemachtes. Wir wollen in unserem Podcast nicht nur unsere eigene Meinung darstellen. Wir wollen auch Menschen zu Wort kommen lassen, die sich intensiv mit den Themen beschäftigen. Und deswegen laden wir ExpertInnen zu Sapiens Kitchen ein und befragen sie zu ihren jeweiligen Gebieten. Und da hast du dich ja diesmal mit einer sehr, sehr spannenden Expertin unterhalten. Ja, in unserer Sapiens Kitchen war für die erste Folge Nani zu Gast. Nani bezeichnet sich selbst als Tierschutzaktivistin und lebt in Regensburg und studiert auch in der Uni in Regensburg. Und sie beschäftigt sich ganz stark mit den allen Gedanken, die mit dem Thema Veganismus einhergehen. Dementsprechend kann sie sich auch mit dem Gedanken des Animismus in gewisser Weise identifizieren. Und eine Sache, die sie im Rahmen ihrer aktivistischen Arbeit getan hat, war, eine Ausstellung zu konzipieren. Und was hast du sie beispielsweise gefragt? Ich habe sie zum Beispiel gefragt, warum ich eigentlich kein Fleisch essen soll, obwohl es mir eigentlich schmeckt. Ich glaube, dass mir schmeckt einfach, ist nicht im Verhältnis zu, dass ein Tier sein Leben dafür gibt. Also was sind ein 5 Minuten Geschmackserlebnis, was du vielleicht einmal am Tag hast, im Gegensatz zu 5 Jahren Lebenszeit? Nur damit du dann am Ende 5 Minuten ein Steak genießen kannst oder 3 Minuten dein Milch trinken kannst in deinem Kaffee. Warum versuchen wir aufrechtzuerhalten, dass wir das dürfen? Und uns sozusagen blind zu machen vor dem Leid und es einfach weiter so zu machen, als wäre nichts gewesen? Also ich glaube, da ist sehr viel Marketing dahinter. Das sind Strukturen, die man gar nicht so offensichtlich erkennen kann, weil da gehört dazu, dass ein Bild erzeugt wurde. Erstmal, dass wenn man Fleisch isst, man männlich ist. Wenn man Fleisch isst, dass man stark wird. Da gehört das Bild zu, dass wenn man Milch trinkt, man starke Knochen bekommt. Da gehören so viele kleine Bilder dazu, dass Kühe einfach Milch geben, weil sonst ihr Euter platzt so und nicht, dass Kühe erstmal künstlich befruchtet werden, Baby bekommen, das Baby denen weggenommen wird, das Baby geschlachtet wird und die dann die Milch geben, weil die hätten ja das Baby, für das Baby sonst die Milch gegeben. Das wäre mir von selbst nicht gekommen, aber dadurch, dass ich immer in Werbung gesehen habe, wie süß die Tiere auf der Wiese trollen und wenn du dir so mal so ein paar Bilder von Kopf rufst, so von so Fleischpackungen oder von so Metzgereien, da so glückliche Schweinchen, die so lachen oder so ein komplett ab vom Schoß, so eine Kuh mit so einem Pfannenwender oder so in der Hand, so komplett ein ganz anderes, ganz komplett anders geframed, dass es halt viel leichter zu genießen ist, ne? Dieses Bild scheint dich ja total anzutreiben, so weit, dass du ja auch als Tierschutzaktivistin die versuchst dafür einzusetzen, dass mehr Leute über die Missstände Bescheid wissen. Ja, auf jeden Fall. Also ich habe jetzt auch mit ein paar Freundinnen vom Netzwerk Nachhaltigkeit die Ausstellung Die anderen Tiere geplant. Ich habe gehört, dass es doch ziemlich heftig war. Vielleicht kannst du mal erzählen, was genau ihr da gezeigt habt und wie ihr versucht habt, die Leute so direkt zu konfrontieren. Also es verfolgen ja ziemlich viele Menschen die Strategie mit so schockierenden Bildern oder was heißt schockierenden Bildern, das sind halt einfach reale Bilder, die irgendwie in Schlachtereien oder in Tiermästereien aufgenommen werden.
ich finde, wenn man solche Bilder sieht, man ziemlich schnell so zumacht und danach nicht mehr hört, weil man ist halt einfach nur schockiert und kann dann gar keine Informationen mehr aufnehmen. Und ich finde, das ist eine sehr, also das ist eine Möglichkeit, an Leute ranzutreten, aber ich glaube, um nachhaltig das Bild oder das Bewusstsein oder den Konsum hinterfragen zu können, braucht es eher Informationen, also wissenschaftlich fundierte Informationen vor allen Dingen. Mhm. Und die Leute konnten ja an der Ausstellung reagieren, so mit Post-its. Und da ja bei Dingen, die sie noch nicht wussten, mussten sie Post-its hinkleben oder durften sie, oder? Ja, und dann saßt du halt an bestimmten Stellen oder bei bestimmten Infoplakaten, saßt du dann halt auch immer so konzentriert, okay, da hat gar keiner eine Ahnung von. Und bei anderen wieder so zum Beispiel, dass Tiere in Antibiotika gespritzt werden, das kennt man dann schon, diese Antibiotikaspritze, aber eher genau so andere Instrumente dann zum Beispiel. Eine ganz uralte Idee ist ja der Animismus, also alles, wirklich alles hat eine Seele. Und es gibt praktisch keine Hierarchie zwischen allen Lebewesen auf der Welt. Und man kann, also Harari sagt in seinem Buch ja auch, dass man mit Lebewesen, mit allen Lebewesen kommunizieren kann, auch mit nicht-tierischen Lebewesen, also mit Pflanzen. Ich wollte dich fragen, ob du dich mit dem Gedanken identifizieren kannst, weil du sprichst ja auch, wenn du gerade die ganze Zeit von den Tieren sprichst, sprichst du sehr gefühlvoll von ihnen. Ja, also ich kann mich definitiv mit dem Gedanken anfreunden und ich finde das eine sehr schöne Art und Weise, Natur zu sehen und zu erleben. Also für mich persönlich ist es so, dass ich auf jeden Fall empfinde, dass Tiere beseelt sind und dass ich auch einen Charakter in Tieren, kennst du bestimmt auch, wenn du einen Hund irgendwie triffst und du denkst, oder Katzen, genau, die haben bestimmte Charakterzüge. Ja. Und da würdest du auf jeden Fall auch genau der gleichen Meinung sein. Nur ich habe noch so ein bisschen mein Problem mit Natur, die unbelebt ist sozusagen. Also ich glaube, dass man sowas wie Animismus nicht glauben kann, sondern dass man sowas erleben muss. Und ich bin mir bewusst, dass ich es noch nicht erlebt habe, dass ich zum Beispiel von einem Berg oder von einem Wald die Charakterzüge irgendwie gefühlt habe. Aber ich glaube, dass wenn man den Punkt, wenn man das erlebt hat, dann ist von dem Moment dann das auch anders. Ja. Wie schaffen wir es denn wieder, dieses Gleichgewicht herzustellen zwischen uns und der Umwelt? Das ist eine gute Frage. Ich glaube, das fragen sich zu dem Zeitpunkt sehr viele Menschen. Ja. Ich glaube, das ist wirklich über Achtsamkeit, Zusammenarbeit und weit geöffnete Ohren und ein bisschen leisere Stimmen geht. Also, ich glaube, dass erstmal muss Perfektionismus muss weg. Es wird niemals etwas perfekt. Mit jeder Aktion wirst du niemals perfekt an diesen einen Punkt kommen, sondern ich glaube, dass es viele kleine Leute in vielen kleinen Orten braucht, die dann zusammen das Gesicht der Welt verändern und eben halt. Ja, ich glaube, dass es Leute braucht, die den Sachen nicht egal sind. Kiki und Lenz in Sapiens Kitchen, der Regensburger Campus Podcast. Ich finde, das ist ein wunderschöner Gedanke, weil ich glaube, es gibt ganz viele Menschen, denen Dinge nicht egal sind. Und ich finde die Idee schön, dass es Menschen gibt, die sich mit solchen Thematiken beschäftigen und dafür einsetzen und Energie und Zeit aufwenden. Und dass es Menschen gibt, die sich darüber mit anderen Menschen unterhalten. Ja, und gemeinsam neue Wege finden und sich auch gegenseitig bestärken in dem, was sie tun. Und auch versuchen, Missstände aufzudecken. So wie Nani das in der Ausstellung gemacht hat. Und ich bereue es richtig, dass ich nicht in dieser Ausstellung war. Aber ich weiß, dass du drin warst. Ja. Was war der Fakt, den du dir gemerkt hast? So eine Arbeit, wie sie Nani macht, beispielsweise in der Realisation so einer Ausstellung, bringt mich immer ganz stark auf den Fokus zurück, dass es darum geht, wie wir uns mit anderen Lebewesen diesen Planeten teilen. Und in welche Position wir uns selber stellen, in einer Hierarchie, die wir uns ausgedacht haben. Und ich finde es ganz wichtig, darüber zu reflektieren.
nicht nur bei der Nahrungsaufnahme, aber auch, weil ich glaube, das ist nicht fundiert, aber ich glaube, dass viele Menschen sich einig sind in dem, wie dieses Verhältnis aussieht zwischen Menschen und anderen Tieren. Ja. Und dementsprechend zumindest die Anlage dazu haben, an die Seele in allen Lebewesen und in allen Sachen in der Welt zu glauben oder sie zu spüren oder sowas. Liebe Zuhörer und Zuhörerinnen, das ist auch schon das Ende von unserer ersten Folge von Sapiens Kitchen. Ich hatte richtig viel Spaß. Ich auch. Vielen Dank, dass wir das zusammen gemacht haben und zusammen machen werden und gemeinsam uns diesem Buch und den spannenden Impulsen widmen. Wir hoffen, es hat euch auch Spaß gemacht und wir freuen uns über, wenn ihr uns auf allen unseren sozialen Medien folgt und den Podcast mitverfolgt und ihn fleißig anhört und euch darüber unterhaltet und genauso viel diskutiert wie wir. Und lasst uns wissen, was ihr dazu denkt. Wir hören uns bald wieder. Macht's gut. Tschüss. Tschüss. Sapiens Kitchen, der Regensburger Campus Podcast mit Kiki und Lenz.